Hört her, das ist meine Stimme und mit der singe ich und die klingt auch so, wie ich mich damit wohlfühle. Gerade in der Pubertät üben wir alle ein Hobby aus oder gehen zumindest einem Thema nach, was wir leidenschaftlich verfolgen. Und vielleicht kennt ihr das auch, wenn man das auf einmal nicht mehr tun kann. So ging es auch Kurt Zindli. Voll schön, dass du heute mit mir zusammen auf Klo bist. Freut mich. Und wir sprechen heute darüber, dass du in deiner Kindheit im Chor gesungen hast und das auf einmal nicht mehr machen konntest, als du in den Stimmbruch kamst. Genau. Kannst du mir sagen, was ist denn da genau passiert? Und das war so mit 12, 13 und ich habe dann gemerkt, wie auf einmal immer mehr meine Stimme anfängt zu brechen, wie das eben im Stimmbruch passiert. Und danach war das eben eine als klassisch männlich gelesene Stimme, mit der ich mich nicht wohlgefühlt habe, zu singen oder irgendwas zu machen. Du hast dich dazu entschieden, das dann auch zu ändern, und zwar durch eine sogenannte Stimmfeminisierung. Darüber werden wir auch heute sprechen, beziehungsweise was das bedeutet und was dein großes Ziel für die Zukunft ist. Dürfen wir vorstellen? Kurt Zindli. Kurt Zindli hatte im Februar den ersten von zwei Eingriffen für eine Stimmfeminisierung. Ziel einer Stimmfeminisierung ist es, die Stimmlage zu erhöhen. Dies ist möglich durch eine Verkürzung der Stimmbänder, eine höhere Stimmlippenspannung oder durch eine Verminderung des Stimmlippenvolumens, also ein kleinerer Resonanzraum. Diese Veränderungen führen zu einer höheren Stimme. Natürlich können Nebenwirkungen auftreten, zum Beispiel Atembeschwerden, Heiserkeit oder Einschränkungen beim Stimmumfang. Das klingt nach einem hohen Zeitaufwand, kostet sicher viel Nerven und birgt Risiken. Lohnt sich das, Kurt Zindli? Kurt Zindli hat große Pläne für die Zeit nach dem letzten Eingriff. Was hast du genau vor? Bevor wir in deine Zukunft schauen und sehen, was dein letzter Eingriff dann für dich bedeutet, wollen wir erstmal ganz von vorne anfangen. Und dafür würde ich dich gerne fragen, wann hast du so für dich herausgefunden bzw. wusstest, dass du trans bist? Ich habe für mich eigentlich das rückblickend schon in der Kindheit gemerkt. Komplett deutlich wurde es dann mit Beginn meiner Pubertät, als sich meine Stimme begonnen hat zu verändern. Bartwuchs war auch was Schreckliches. Und ich habe oft vor der Schule eine halbe Stunde mit dem Elektrorasierer versucht, das wegzurasieren und mir eher das Gesicht blutig rasiert, als dass ich den Bart wegbekommen hätte. Mhm. Wo so dieser Wendepunkt war bei mir von meinem Outing, war dann, als ich nach Mexiko geflogen bin zu meiner Tante, die sich gar nicht so viel dabei gedacht hat bei Geschlechterrollen. Sie hat zum Beispiel, ich habe mir da Kleidung eingepackt, als ich dorthin geflogen bin, habe das schon ein bisschen geplant, weil ich da so eine Art Safe Space hatte, weit weg von meinem gewohnten Umfeld, und habe das dann angezogen, als ich mit ihr rausgegangen bin in Oaxaca, in Mexiko. Und sie war da total offen eigentlich und hat gesagt, ja, bei dem Wetter findet sie es auch angenehmer, Röcke zu tragen zum Beispiel. Was ich super cute fand eigentlich, weil sie das gar nicht so gewertet hat. Woher wusstest du denn, was du genau ändern wolltest oder was an deinem Körper sich ändern sollte? Ich bin das eigentlich ziemlich, ja, rational angegangen, dadurch, dass ich auch auf dem Autismus-Spektrum bin. Ich habe einfach gewusst, dass ich diese Veränderungen, die durch Testosteron in der Pubertät entstanden sind, rückgängig machen wollte. Dieser Prozess wird ja auch Transition genannt. Mhm. Also bei Transpersonen ist das ja nicht immer gleich auch der Ablauf. Also manche machen zum Beispiel Eingriffe, manche nehmen Hormone. Das ist aber nicht immer so und sollte ja auch in jeder Hinsicht genauso respektiert werden. Sein. Genau, weil im Endeffekt das, was wir so wahrnehmen oder so, ist ein großes Spektrum und kann nicht genau festgelegt werden, okay, du bist näher jetzt im femininen Spektrum oder maskulin. Das ist ja ein total diverser Begriff in der Hinsicht. Total. Um deinen Weg besser nachvollziehen zu können, haben wir uns überlegt, ein paar Bilder von dir anzuschauen, wenn das für dich okay ist. Und dafür haben wir hier unser digitales Fotobuch. Und dabei schauen wir uns jetzt einfach Bilder vor deinen Eingriffen und nach deinen Eingriffen an, um Gerne. Den Prozess mal in Bildern zu sehen. Mhm. Wir wissen es natürlich sehr zu schätzen, dass Kurt Zindli uns diesen Einblick zeigt. Eine kurze Anmerkung dabei, niemand, vor allem als Transperson, schuldet uns diesen Einblick in diese sehr sensiblen und privaten Inhalte. Welche Eingriffe hast du dann genau alle gemacht? Ich habe zuerst eine Adamsapfelreduktion machen lassen, wobei die mäßig erfolgreich war, wie man auch auf dem Vorherbild der Gesichtsfeminisierung sehen kann, da man nicht mehr wegnehmen konnte, ohne meine Stimmbänder zu verletzen. Dann habe ich eine Gesichtsfeminisierung gemacht. Das war mit Abstand der größte Eingriff. Das waren 10 Stunden Operation.
Und dann habe ich jetzt vor 2 Monaten die Stimmfeminisierung machen lassen, mit der dann auch der Adamsapfel letztendlich verschwunden ist und meine Stimme eben schon etwas höher wurde. Und am 10. Mai werde ich einen weiteren Eingriff für die Stimme machen, wobei die Stimmbänder mit dem Laser nochmal ausgedünnt werden und man dann das Endergebnis hören wird. Also das war jetzt der Eingriff von deiner Gesichtsfeminisierung. Ja. Ist es so für dich, die Bilder nebeneinander zu sehen? Sehr emotional, weil für mich war eigentlich diese Gesichtsfeminisierung der erste große Eingriff. Und es war für mich auch eine Art, ich weiß nicht, ob das zu kitschig klingt, aber Wiedergeburt. Mir sind auch ein bisschen die Tränen gekommen. Ich glaube, Wiedergeburt trifft das echt gut, oder? Mhm. Also wenn du das so sagst, ja. Ist natürlich auch ein total emotionales Thema. Du hast dann wieder mehr zu dir selber gefunden und das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Auf jeden Fall. Und mein Vater zum Beispiel hat auch nach dem Eingriff, so 1-2 Tage danach, der hat mich begleitet und wir waren abends essen und er hat mir so ins Gesicht geschaut und hat auch angefangen, ihm sind ein bisschen die Tränen gekommen und hat gemeint, er sieht jetzt seine Tochter für ihn und das war für mich auch so emotional und das war eben seine Art und Weise, das so auszudrücken. Er hat gemeint, er erkennt mich wieder von damals und das war für mich wunderschön und es war für mich ein Wendepunkt. Du hast deine Eingriffe zur Stimmfeminisierung auch gebloggt und das würden wir uns jetzt auch einmal ansehen. Hey, das ist so krass, die letzten Worte mit der Stimme. Und gleich komme ich in den OP, dann darf ich 2 Wochen nichts sagen und dann, wow. Wie ist das für dich, wenn du das nochmal so hörst? Für mich ist das ziemlich emotional und auch, wenn ich mich da sehe vor der Operation. Ich glaube, ich war vor der Stimmoperation noch fast noch mehr aufgeregt, weil ich dort noch weniger wusste, was rauskommt hinterher, weil ich keine Simulation, keine Vorhersage hatte. Was wird danach aus meinem Mund kommen? Wie wird das klingen? Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du dann das erste Mal angefangen hast zu sprechen? Total. Das war im Livestream. Ich war tatsächlich live auf TikTok und habe dort das erste Mal angefangen zu reden. Und es war erst ganz komisch, weil man weiß ja, wie man redet. Also wie das sich anfühlt und was man machen muss, damit da ein Ton rauskommt. Aber nach 2 Wochen ohne das zu machen, war das ein total komisches Gefühl. Ja. Hier bin ich und boah, ist das krass. Das waren jetzt alles schon vergangene Videos und ein Eingriff steht dir noch in ein paar Wochen bevor. Kannst du mir darüber nochmal erzählen, was dort dann genau passieren wird? Bei der Stimmfeminisierung ist es um die Dicke und um die Länge der Stimmlippen oder Stimmbänder geht und um den Resonanzraum. Das wurde jetzt alles angegangen, bis auf die Dicke der Stimmbänder, die in meinem Fall nochmal ausgedünnt werden müssen mit einem Laser. Dabei wird der Arzt über meinen Mund in meinen Hals reingehen und mit einem Laser praktisch die Stimmbänder nochmal dünner machen, dass sie danach so sind wie praktisch bei einer Person, die nie durch eine Testosteronpubertät gegangen ist. Und ja, das wird das Endergebnis sein. 2 Wochen nicht reden zu können und generell die ganzen Untersuchungen, Eingriffe, stelle ich mir ziemlich anstrengend vor. Was hat dich denn motiviert, dass du das alles so gut durchgestanden hast? Mich hat das hinterher motiviert, gerade bei der Stimme auch, zum Beispiel singen zu können mit meiner Stimme. Einfach, ja, wieder das, was ich damals aufgegeben habe, was für mich damals so dieser Schlusspunkt war, da anzuknüpfen, das wieder zu claimen, für mich praktisch, hört her, das ist meine Stimme und mit der singe ich und die klingt auch so, wie ich mich damit wohlfühle. Was hast du denn damit vor, also mit deiner Stimme? Nach dem letzten Eingriff, der jetzt bald kommen wird, am 10. Mai, erstmal die Stimme zu trainieren und zu schauen, was ist überhaupt möglich, weil es ist ja immer eine Art Überraschungskiste, was dann letztendlich wirklich rauskommt. Und ja, dann fände ich es schön, ja, vielleicht auch irgendwas aufzunehmen, was zu singen. Das wäre
für mich so das ultimative Zeichen, ich bin angekommen. Ich freue mich auch darauf, dann vielleicht was von dir zu hören zu bekommen. Weißt du dann auch, in was für eine Musikrichtung das gehen soll? Ich lasse mir das noch offen und schaue auch erstmal, was meine Stimme hergibt. Ja, ich bin einfach mega gespannt. Die Musik gibt ja auch ganz viel her. Das heißt, du kannst das total viel ausprobieren. Ja. Und ich freue mich so drauf. Quazintli, danke, dass du mit mir über dieses total wichtige Thema gesprochen hast und vor allem so offen darüber gesprochen hast. Das ist nicht selbstverständlich und ich bin total dankbar dafür, diese Perspektive von dir bekommen zu haben. Hey, hallo, hier Quazintli aus der Zukunft. Ich nehme euch noch eine kleine Botschaft mit meiner vorläufigen neuen Stimme auf. Jetzt 1,5 Wochen nach der OP klingt die noch total heiser. Und das Endergebnis wird man ungefähr in 4 bis 6 Wochen sehen können. Ja, aber mir geht es soweit gut und ich habe keine Schmerzen. Hier moderiere ich euch jetzt einmal das Dating als Transfrau an und hier unten den Struggle als Transfrau bei Ärztinnen. Macht's gut. Ciao.